Jawohl, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial KiCad 5.0.2. Der Nutzer Joe hat gefragt, wie man Platinen gestalten kann, die nicht nur viereckig sind, sondern auch rund oder mit Durchbrüchen. Das möchte ich euch heute ganz schnell zeigen. Ich öffne mal hier den Layout Editor. Wenn ihr eure Bauteile hier importiert habt und positioniert habt, geht es darum, den Edge Cut zu erstellen. Und der Edge Cut ist dann die Außenseite der Platine. Dazu wechseln wir hier rechts in die Lage Edge Cut, dass dieser Pfeil hier sitzt, und wir wollen mal eine runde Platine machen. Ich gehe hier auf das Werkzeug Kreis, positioniere das, ziehe einen Kreis auf und könnte jetzt hier innen drin meine Bauteile platzieren und auch routen und hätte dann eine runde Platine. Ich kann natürlich auch hier in dieser runden Platine noch einen Durchbruch machen. Dann hätten wir hier im Prinzip eine Platine mit der Außenseite und hier einen Durchbruch. Oder ich kann auch Kombinationen machen. Ich zeige euch das mal hier. Eine gerade Linie, eine schräge Linie, nochmal schräg, nochmal gerade, hier wieder schräg, gerade und hier nach oben. Und schon hätten wir eine Platine, die hier diese Form annehmen würde, wenn wir sie dann produzieren lassen würden. Ja, was geht noch? Auch so etwas ist möglich, hier einen Halbkreis zu erstellen und dann zum Beispiel mit dem Linienwerkzeug hier eine Verbindung herzustellen. Der Kreation sind da keine Grenzen gesetzt. Und wir hätten jetzt hier eine Platine, die hier einen halbrunden Ausschnitt hätte mit zwei geraden Linien. Die sind jetzt hier natürlich nicht ganz gerade, aber das ist dann immer eine Frage des sauberen Positionierens, beziehungsweise dann auch hier nochmal gezeigt, kann ich anklicken und mit der Taste E hier nochmal eventuell Startpunkte und Mittelpunkte anpassen, um auch gerade Linien zu erhalten. Das gleiche gilt zum Beispiel hier für diesen Kreis. Wenn ich diesen Radius jetzt ändern möchte, anklicken, Taste E, dann sehen wir hier unten den Radius von 19 mm. Ich ändere den mal hier auf 12, mit Enter bestätige ich. Und schon ist der Radius geändert. Genauso könnte ich jetzt diesen Kreis nochmal anwählen. Na? Und hier zum Beispiel den Mittelpunkt mal auf 80 verschieben und auf 120 mm. So. Und wir sehen, dass auch dieser Mittelpunkt hier jetzt verschoben ist. Und ich kann also damit positionieren und meine Platinenumrisse so zeichnen, wie ich das für meine Anwendungen zum Schluss benötige. Wichtig ist nur, dass ich mich hier mit meinen Zeichenwerkzeugen im Bereich oder im Layer Edge Cut bewege. Ja, und der Rest ist dann halt nur noch ein Positionieren der Bauteile und ein entsprechendes Routen der Bauteile. Also runde Platinen oder auch hier solche vieleckigen Platinen sind also in KiCad kein Problem. Damit hoffe ich, die Frage beantwortet zu haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Platinenkonstruieren. Bis zum nächsten Mal. 73.